Hinak am Kap Arkona. Traumhafte Luft, logisch windig, tolles Meer, eindrucksvolle Farben, sehr schönes Geplätscher, Natur pur. Da hinten sehen wir im Hintergrund gerade einen Gastanker von Putin nach Rostock, beziehungsweise von Rostock zurück nach St. Petersburg. Da kannst du hier fast rüber gucken. Und der sorgt neben dem LNG-Terminal Mukran hier hinter uns fürs deutsche Volk. Lasst es einfach auf euch wirken. Von oben gesehen sieht man die unterschiedlichen Farben des Meeres hier. Moni auf dem Stein der Erhörung. Da hinten einer mit kurzer Hose. Er wandert die Steinküste entlang. Die warnen hier alle vor einer höllisch giftigen Schlange, die Höllenschlange, aber die wollen einfach nicht, dass man an den Rand der Schallküste geht. Erstmal besteht hier natürlich eine Absturzgefahr und zum anderen hier unten auch die Gefahr des Abbruchs. Hier ist 2011 ein 14-jähriges Mädchen ums Leben gekommen beim Wandern entlang der Abrisskante. Vorsicht zu genießen. Ich will mal schauen. Der Hinak ist ein total mutiger Typ. Ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt vor fürchte. Notfalls laufe ich ins Wasser und schwimme nach St. Petersburg. Hinak!